Hast du nicht gesagt, Diggi? Was für ein Idiot, Bruder? Johnny Army, Money Army, Alter. Hallo, ich mach dick die Unterdrückung. Yo, Rappel Rap 100, was geht ab? Mein Name ist S.O. Und wenn ich am Start bin, dann sind wir wieder in den Rappel Music Studios in Berlin. Wir haben wieder zwei einzigartige Teams zu Besuch, die sich heute duellieren werden. Wir spielen 5 Runden und in diesen Runden geht es um Deutschrap-Wissen, Schnelligkeit und natürlich das Wichtigste überhaupt, die Ehre. Zu meiner Rechten haben wir einen Mann, der dich abzieht wie Tesafilm. Der asozialste Anzugträger Frankfurts mit der Eleganz von Antonio Banderas. Seit 7 Jahren fragen sich seine Verehrerinnen, ist er jetzt eigentlich Gangster oder Gentleman? Dabei ist der Block Bloody Gentleman Gangster sowie Gentleman. Der Haschmillionär, Dümar Rock. An seiner Seite ist ein Mann, als der vorhin ins Studio kam, ist so, hi. Und er ist so, nein. Und obwohl das Rap-Duell alle 2 Wochen stattfindet, kommt er ab sofort jede Woche in dein Studio. Halb Kolumbianer und halb Iraner. Millionär! Ah. Und zusammen sind sie das Team Stash! Dem Team Stash gegenüber steht heute ein Mann, der, obwohl er zum Frühstück schon Surf und Turf und feinstes Gelato verspeist, gegen die Legalisierung von Cannabis ist, weil seine Brüder sonst keinen Fluss mehr machen können. Du willst wissen, ob er gewinnt? Diggi, dann schau zu, ey, yeah. Asi Memo. Sein Partner kommt von Coca Bubbles, Baba Bubbas Pappen. Er ist nachtaktiv, jung und hungrig. Kredibil. Und zusammen sind sie das Team 94er. Alles klar, Männers. Wenn ich euch schon vorstelle, muss ich natürlich noch einen Mann in diesem Raum vorstellen. Er wird heute das ganze Spiel ein Auge auf euch haben und gucken, dass ihr nicht fuscht. Dankeschön, Esso. Obwohl ich vorhin von Team Stash schon ein bisschen in die Mangel genommen wurde, muss ich trotzdem fair bleiben. Und ich würde sagen, Esso, let's go. Yes, sir. Wir beginnen mit Fakt oder Fake. Ganz einfache Regeln. Ich lese 2 Thesen über das gegnerische Team vor, immer abwechselnd. Ihr müsst dann entscheiden, ist diese These ein Fakt oder ein Fake. Bei richtiger Antwort gibt es einen Punkt, bei falscher Antwort gibt es keinen Punkt. Lasst uns anfangen mit der ersten These an das Team Stash. Mit ja. War das schon die Antwort? Asi Memo war 2004 mit 10 Jahren Gewinner der deutschen Yu-Gi-Oh! Meisterschaft. Die Antwort sagen. Wie alt bist du, Bruder? Wie alt bist du jetzt? Es tut mir leid, aber ihr habt schon einmal gebuzzert. Es ist noch am Anfang, kein Problem. Er hat gebuzzert, ich hab geredet, ich hab gebuzzert. Aber ich hab geredet. Also, Fakt wurde eingeloggt. Fakt wurde eingeloggt. Und Fakt ist die falsche Antwort. Was für ein Idiot, Bruder! Fake wäre richtig gewesen. Wir machen weiter mit der zweiten These an euch beide. Und die These lautet, Dümar Rock war schon in den Fernsehsendungen Privatdetektiv im Einsatz und Richterin Barbara Salisch zu sehen. Ist das ein Fakt oder ein Fake? Ey, kann man das splitten? Kann man das splitten? Bei eins sind wir, also entweder ja oder nein. Ihr müsst die ganze These bestätigen oder widerlegen. Ich sag ja. Er hat gebossert, wir sagen ja. Du sagst Fakt, ja? Er ist Fakt. Ihr sagt Fakt, alles klar. Ich sag eigentlich nein. Er hat ja gesagt. Mein Inhalt sagt nein. Fakt ist eingeloggt. Und tatsächlich war Dümar Rock 2013 bei Privatdetektiven im Einsatz. Krass. War es bei Barbara Salisch? Aber bei Barbara Salisch war er nicht. Ja, cool. Er hat immer cool. Nein, er hat recht. Ich hab dich gerade gefragt, kann man das splitten? Er hat eine Sache sicher. Ja, der hat gesagt, du musst die ganze These bestätigen. Wir machen weiter mit der nächsten These an euch. Und diese These lautet, Kredibil hat als Kind seine eigenen 3 Fragezeichen-Hörspiele aufgenommen. Darf ich mal was dazu fragen? Zeitfrage. Frag. Und deinen eigenen Namen? Ja, oder er war jetzt für diese 3 Fragezeichen tätig? Nee, er hat so aus Spaß einfach so, gib dir mal Quellen, sonst holen wir das ja raus. Ich muss mich beraten.
Okay, die Mara hat eine Antwort für euch. Seid ihr euch sicher? Nicht, dass ihr dann... Ja, komm, zusammen alle, vereinte Kräfte alle. Stimmt. Fakt ist eingeloggt. Und Kribil hat tatsächlich ein Hörspiel für den WDR mal aufgenommen. Und hast du auch die 13 Fragezeichen-Hörspiele aufgenommen? Nein. Ich hab nur jede Menge Geld mitgenommen. So, das heißt, diese These ist fake gewesen. Ihr habt euch falsch entschieden. Wieder kein Punkt in dieser Runde für euch. Fast dran. Wir machen weiter mit der letzten These in dieser Runde. Wieder an euch beide. Als Kind ist Millionär an Nikolaus mit Freunden durch Treppenhäuser geschlichen und hat die Schokolade aus den Schuhen geklaut. Fakt oder Fake? Socken geklaut. Unsere Antwort ist Fakt. Fakt ist eingeloggt. Und Fakt ist absolut richtig. Ich hoffe, es ist so. Aber ja. Stimmt doch, oder nicht? Mhm. Das war die erste Runde, Fakt oder Fake. Und Runde Nummer 2, Bruder, nennt sich Buzzerbeater. Ich stelle 3 Fragen in den Raum. Wer zuerst buzzert, darf auch zuerst antworten. Ihr habt 3 Antwortmöglichkeiten, A, B oder C. Die lese ich vor. Wenn ihr falsch antwortet, hat das gegnerische Team die Möglichkeit, noch einen Punkt abzustauben. Frage Nummer 1. Wie viele Kräuter kommen in die berühmte Frankfurter grüne Soße? Sind es A8, B6 oder C7? Wisst ihr überhaupt, was die Frankfurter grüne Soße ist? Ja, Bruder. Ja, normal. Was sagt ihr so? Wir sagen Alter vor Schönheit. Oh. 7. 7, C ist eingeloggt und 7 ist tatsächlich die richtige Antwort. Und somit bekommt ihr die Antwort. Das Glück ist auf eurer Seite gewesen. Ihr habt das Spiel gedreht, es steht 2-1. Wir machen weiter mit der nächsten Frage, in der ihr wieder das Spiel drehen könnt. Frage Nummer 2. Von wem stammt die Line? Flügel sind gebrochen und die Seelen werden kalt. Ich werd höchstens 30, Janim, nein, ich werd nicht alt. A, Paschanim, B, Samra oder C, Alpagan. Alles scheint zu schnell, Alter. Jeweils zuerst antwortet A, B oder C. Alpagan, brauchen wir nicht viel zu reden. Janni Ami, Mani Ami, Alter. Was hat Janni gesagt? Ist eingeloggt. Samra hat tatsächlich noch nie Janim gesagt. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Nein. C ist nicht die richtige Antwort. Paschanim. Oh, was ist das? Hey, warte, stopp! Er hat schon vorweggenommen, dass die andere Frage auch falsch ist. Er hat schon reingeschickt. Das ist gut aufgefallen. Kein Problem, wenn ihr unbedingt falsch spielt, dann wir spielen. Wir haben tatsächlich eine Backup-Frage, ich hab ein bisschen verkackt. Man muss ja mal korrekt bleiben hier. Aber die Frage mit Duvino beantworten, ja, weil die haben schon falsch beantwortet. Ja, stimmt. Das ist nur fair. Wenn nächste Staffel oder wir jemanden brauchen, ich hol dich. Egal, mich spielen. Du denkst gut mit. Wir kündigen Asad, ich bin jetzt Schiedsrichter. Bruder, das hab ich nicht mitgerechnet, dass du so aufpasst in dem Moment. Natürlich, Digi, worüber reden wir hier? Business hier oder nicht? Das passiert auch mir mal ein Fehler, es tut mir leid. Millionär hat sehr gut aufgepasst. Ihr habt aber schon falsch geantwortet, das bedeutet, die Backup-Frage geht an euch beide. Wie nennt Luciano seine Fans? Oh, ja. Digga! Willst du mich verarschen? Okay, sag mal die Möglichkeiten. Ja, Digga! Beste Freund von Luciano, oder? A, Driller und Drillers. B, Lucius und Lucias. C, Jungs. Members und Memberinas. Members und Memberinas. Wie unfair kann das ja so sein, Digga? Yes, Sir, das ist natürlich die richtige Antwort. 3-2 steht's, oder? Alles klar. Nee, ein Punkt gibt's nur, weil das wäre ja vorhin genau die Abstauber-Antwort gewesen. Stark. Da hättet ihr eh einen Punkt. Fanboys, unentschieden, oder was? Fanboys! Ich glaube, ich bin passiv geworden vorhin. Ja. Wir machen weiter mit der dritten und letzten Frage in dieser Runde. Welchen Job hat Juju gemacht, bevor sie Rapperin wurde? Achso, die Antworten müssen ja erstmal kommen, sorry. Kellnerin? Ja. Kellnerin ist die falsche Antwort. Oh. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Okay. Wollt ihr die Antwortmöglichkeiten hören? Sehr gerne. Bitte. Sehr gerne. A, Tätowiererin, B, Barkeeperin oder C, Model? Ey, Bro. Model? Weil es gibt ja heutzutage, jeder ist ja Model auf Instagram. Was für ein Model? Sag mal, wenn du Geld verdienst damit, okay, dann bist,
Okay, sie war Model. Seine hübsche Frau auf jeden Fall. Sie hat lange Beine, doch. Ey, keine Tipps geben, was soll das hier? Nein, dann guck mich schon mal an, Digga, das ist doch kein Einzelspieler. Steht einer mit seinem Rücken die ganze Zeit an. Scheiße, guck mal. Du bist da und guck mal, Sakiba fällt auf Kellner schon aus. Okay. Tätowiererin war die niemals, dafür ist die viel zu jung, die hat die Erfahrung gar nicht. Sieht so falsch aus. Okay. Ja? Ich glaube, ich brauche einen Green. Schon. Einmal Green, du bist C. Okay. Nee, du bist A, ich bin C. Okay. Okay. Soll ich dir auch einen Drink machen? Shing Shang Shong. Okay. A. A einloggen. Zusammen. Ja. Sie gucken uns zusammen, Alter. Alles klar. A ist eingeloggt, A wäre Tätowiererin gewesen und A ist die richtige Antwort. Das war's mit Runde Nummer 2. Wir machen direkt weiter mit Runde Nummer 3. Runde Nummer 3 nennt sich Schätzbefehl. Dazu nutzt ihr die Stifte und die Papiere, die vor euch liegen. Ich werde gleich eine Frage in den Raum stellen. Ich schreibe eure Antworten auf die Zettel. Auf mein Kommando zeigt ihr die in die Kameras. Wer näher an der richtigen Antwort dran ist, bekommt dann 3 Punkte. Alles. Mehmet, ziemlich dünn durch. Ja. Okay, die Welt ist ganz abgefuckt auf uns, glaube ich. Irgendwann schießt ihr nicht, Alter. Irgendwann schießt ihr nicht. Ich weiß ja nicht. Ich kann ja gar nicht nachvollziehen. Ich sag mal so viel. Azad wurde in die Mangel genommen von einem Team. Hart, ja, das ist ja, ich bin fair. Der hat uns heute einfach nur einen Punkt gegeben. Schiebung. Okay, komm, warte, sag mal die Frage, komm. Frage Nummer 1 in dieser Runde. Wie viele Nummer 1 Singles hatte Capital Bra bis jetzt? Singles oder Alben? Singles. Okay. 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 Habt ihr? Singles ist ready. Was hast du da? Ihr seid ready? Komm, hau raus da. Alles klar, dann 3, 2, 1, jetzt eure Antworten hochzeigen. 21. Umdrehen. Wir haben 21. Wir haben 21 auf der linken Seite, 21 auf der rechten Seite. Krass. Bedeutet, ihr könnt euch jetzt entscheiden. Oder Einzelkampf. Entweder ihr teilt die Punkte oder ihr entscheidet, wer von euch eine Zahl hochgeht und eine Zahl runter. Wir wollen beide. Wir teilen auf jeden Fall nichts. Wir wollen nichts. Entweder oder. Geh eine Zahl runter. Geht dir eine Zahl runter. Wir gehen nicht so runter. Wir bleiben genauso stramm wie wir. Warte. Du gehst eine hoch? Nein. Bleibst du da? Wir bleiben auch. Wenn ihr bleibt, kriegt ihr beide dieselbe Punkteanzahl. Das heißt, dann bleiben wir. Warte mal ganz kurz. Nein, wir bleiben. Entschuldigung, mein Bruder. Ja. Der Zwischenstand ist gerade. Assad! Der Zwischenstand ist gerade 3 Punkte für Team Stash und 2 Punkte für Team 94. Okay, das heißt, wir bleiben einfach ruhig, Bruder. Ja, wir bleiben so. Okay. Team Stash bleibt bei 21. Was mit euch? Wir bleiben auch. Ihr bleibt auch bei 21. Das bedeutet, okay, stopp. Auf jeden letztes Mal jetzt die Chance zu ändern. Wir gehen eine runter. Ihr geht eine runter auf 20, schreibt auf 20. 20 auf. Ihr bleibt bei 21. Ja. Ja, schön. Stand heute, 15. Oktober 2020, hat Capital Bra genau 22 Top 1 Singles. Also heißt, wir haben jetzt 5 Punkte. Wir haben uns das Geschenk, Fanboys. Insgesamt. Ja. Nach einem kompletten Hin- und Her-Dribbelei hat sich die Marok im letzten Schon mal ein Singles. Dieser Hype hat kein Zeitlimit. So. Hier, der Fanboy-Kugel. Schmeckt. Alles klar, weiter geht's mit der nächsten Frage. Frage Nummer 2. Welche Schuhgröße hat LeBron James? Scheiße. Welche Hättest du über Shaq O'Neal gefragt, das hätte ich gewusst. Hat LeBron James. Guck mal. Ich glaube, ich weiß es. Ja. Krass, ne? Schreibt bitte die europäische Schuhgröße auf, ja? Fände? Hast du ein bisschen? Wie viel hast du? 45. Dann machen wir auch 45. Was hast du? Alles klar. Der ist ziemlich viel größer als du. Das Team 94er ist ready. Okay, komm, 3, 2, 1 und Trimon. Wir haben auf der rechten Seite 50. Ich hab 53 gesagt. Auf der linken Seite haben wir 52. Ganz kurz als Vergleich, Shaquille O'Neal hat zum Beispiel 56, gell? Shaquille O'Neal. 22 sind 56, King James ist ein bisschen kleiner, US 15 und US 15 sind genau 49. Ja. Und somit ist das Team Stash näher an der richtigen Antwort dran, bekommt die nächsten 3 Punkte. Die Runde ist noch nicht vorbei. Ja, ja. Oh, die Runde ist noch nicht vorbei, es gibt noch eine dritte Frage. Und die Frage lautet, wie alt sind Bushido, Kool Savas, Samy Deluxe und Moses Pelham zusammen? Boah, Alter. Vertrauen wir. 18. 87. Ja, schreib mal. 36.
Boah, was ist da geschrieben? Wir werden auf der rechten Seite Rechnungen rausgefahren. Gut. Gut. So, wir sind aus per Herz. Wollen wir umgehen? Wir brauchen noch kurz Zeit. Ihr seid ready. Oh, okay. Ja. Ja? Dann, Boys. Sieh nur, was geht ab? 185? Alles klar, 185 auf der linken Seite, 175 auf der rechten Seite. Guck mal, die Angst ist in deren Gesichtern zu spüren, Diggi. Alle vier Rapper sind über 40, bedeutet mindestens 160 Jahre alt zusammen. Die genaue Zahl sind nicht 185, nicht 175, aber ganz genau 178 Jahre und somit ist das Team Stash natürlich näher an der richtigen Antwort. Du kannst für die nächsten drei Punkte in dieser Runde. Richtige Fanboys! Alles gut auf, Boy! Wir haben nicht gelernt, Alter. Du hast wieder hier für extra eine Rechnung aufgestellt. Ja, warte, ganz kurz. Savas, glaube ich, ist 45. Ja. Moses Pelham, Tickich, Rödelheim, Hartheim, Projekt, ja, 47 so. Er ist 49. Hä? 49. Bushido 42, Moses Pelham 49. Savas? Was sagst du? 45? 45 ist richtig. Krass. Und wer war der letzte? Sammy. 42. Nein, Sammy auch ist richtig. Siehst du, ich hab nur mein Dings falsch gemacht. Bei sehr stark. Aha, krass, yeah. Ja, ihr seid ja auch im selben Jahrgang. Ja, genau. Oh, jetzt kommt diese Karte, Alter. Nur um zwei Jahre verschärft. Sehr, sehr, also, sehr gut. Also, geht unter die Gönnlinie, der Sammy. In dieser Runde. In dieser Runde haben die Jungs auf jeden Fall ordentlich abgeräumt und hier die Führung alle, wir sind an sich gerissen. So, nach der dritten Runde haben wir einen Punktestand. Team Stash hat ganze 6 Punkte gemacht und liegt somit bei 9 Punkten. Und Team 94er hat 3 Punkte gemacht und hat insgesamt 5 Punkte. 4 Punkte Unterschied, aber 4 Punkte Unterschied sind auf jeden Fall gar nichts. Kann man aufholen. In die nächste Runde. Runde Nummer 4 nennt sich der Klassiker und hier bekommt ihr pro richtige Antwort 4 Punkte. Wir machen Folgendes. Wir spielen heute Pantomime. Ihr seht vor euch, habt ihr so einen Stapel an Zetteln. Ihr müsst jetzt erstmal, bevor die Zettel aufgedeckt werden, bitte entscheiden, wer von euch vormacht und wer redet. Das Team, was hinten liegt, fängt an. In dem Fall ihr. Ich erkläre. Du erklärst. Asimir Moret, du darfst einmal in die Mitte kommen. Natürlich, jetzt keine Wörter benutzen, nicht reden, nicht unbedingt summen oder sonst irgendwas. Ja, ja, ja. Ihr habt 90 Sekunden Zeit für 6 Begriffe. Hast einen Schiedsrichter hier? Wenn einem das schwer ist oder sonst irgendwas, weg damit. Sobald du anfängst, stoppt er die Zeit. NPC, ihr habt geguckt. Sprayer, sprayen, sprühen. Normal, normal. Graffiti. Stark. Glaub an mich. Ich mach das. In-Ears. Kopfhörer. Musik. Weiter, weiter, weiter. Minigolf. Stark. Ich weiß nicht mal, was es ist. Aufkleber. Poster. Poster. Ja, 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 ich weiß, weiß, weiß. Okay, nochmal. In ihr, Kopfhörer, hören, Musik, Musik hören. iPod, iPhone, in ihr. Ist das erlaubt? AirPods. Ist das erlaubt? Handy rausholen. 30 Sekunden noch. Schiss, na, 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 na. Nee, mach mal weg, mach weg. Dosenöffner. Hä? 90 Sekunden, Poster vorbei. LED, Licht, Rand, Rand. 5, 4, Reißverschluss, Knöpfe. 1, 2 ist vorbei. Was war Klebeband, Bruder? Ganz kurz, ganz kurz. Klebeband erklärt. Moment. Sehr, sehr starke Runde auf jeden Fall von den beiden Jungs. Ihr habt insgesamt 5 richtige Begriffe, 20 Punkte. Und jetzt bin ich da. Sehr gerne. Diggi, wie kann er ein AirPod erraten, wenn er ein Apple-Gerät rausholt und zeigt und so macht? Das ist nicht cool. Also, wir haben ja, zu meiner Verteidigung. Wir haben ja Esso hat ja vorgelesen, was die Regeln sind. Und da er meinte, man darf nichts sagen, nicht summen. Okay, und alles das klar. Das war's. Mein Bruder, alles klar. Guck mal, Chancengleichheit, verstehst du, was ich meine? Alles klar. Wenn du jetzt dran bist, du darfst alles sagen. Okay. Wenn du jetzt was auf dein Handy hast schreibst. Hast du nicht gesagt? Und zeigst, hast du nicht gesagt, Diggi? Das wäre unfair. Ja, ja, das so. Wenn du irgendwas findest, ein Gegenstand, oder kannst du den natürlich benutzen. Aber wenn du jetzt die Antwort aufschreibst, ist es natürlich ein bisschen alles unfair. Klar, soll ich anfangen? Bitte. Okay, warte. Ja, startet.
Halt mal die Zettel so, dass er es nicht lesen kann. Ey, wir haben 20 Minuten. Okay, alles klar, ich fange jetzt an. Guck mal, der zeigt dir die Zettel, ey! Der zeigt dir die Zettel, Jungs, das geht doch nicht. Ich hab nichts gesehen. Pass auf, warte, lass die Karte nach hinten, mal die Dinge. Okay, guck mal. Go! Fallrückzieher. Erinnere dich jetzt. Richtig. Pizza. Döner. Richtig. Okay, komm. Wichsen. Wichsen. Proteinshake. Cocktail. Was für ein Zeichen, Bruder? Desinfizieren. Okay. Safe. Rap. Beats bauen. Producer. Komm, Bruder, komm schon. Champagner. Ketchup. Was ist das, Alter? Ey, zeig mir diesen Zettel. Ey, dann zeig mir diesen Zettel. Oh, Barkeeper. Barkeeper. Sehr stark. Komm schon, Bruder, warte. Autofahren. Klimaanlage, Sitz 1, ja! 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 Sehr stark. Bruder, oh, guck mal, du hast sogar ohne Hilfsmittel komplett verliert. Ja, ohne Hilfsmittel, Digga. Sehr, sehr starke Leistung in der Runde. Sehr stark, 20 Punkte auf der linken Seite. Kann ich mir geben. 25 auf der rechten Seite. 24. Oh, sorry. 20 auf der linken Seite, 24. Also, ich bin traurig, Alter. Guck mal, alles an. Nach Runde 4 und vor der 5. und alles entscheidenden Runde ist der Spielstand. Es steht nach 24 gemachten Punkten und 9 vorher bei 33 Punkten für Team Stash. Wir nehmen es gegen jeden und, Team 94er hat ganze 20 Punkte geholt. Mit den 5 Punkten vorher liegt ihr bei 20 Punkten. Bei der letzten Runde, das kann doch gar nicht sein. 20 plus 5 sind 25. Entschuldigung. Ich glaube, wir brauchen noch einen. Ihr habt den unterdrückt, oder? Nein, wie viel haben wir? Schwarzfeuerzeuge wollt ihr als Großpreis? Asad Memo wird der jetzt. Ich bin dann bei Aslaks gesigned. Und genau, ich mach dann hier bei Red Bull weiter. Machen wir so. Alles klar, Jungs. Runde Nummer 5. Die letzte und alles entscheidende Runde nennt sich Bitte Spitte. Und bevor wir anfangen, setzt das Team, was vorne liegt, bitte jetzt einmal die Kopfhörer auf. Weil ich euch beiden die gleiche Frage stelle, dürft ihr die natürlich noch nicht hören. Okay. Alles klar. Einmal Kopfhörer auf, ihr bekommt Musik. Ich glaube, die hören uns, Bruder. Von den beiden Jungs. Alter, Digga, was sind das für Verschwörungstheorien? Hören wir jetzt das im Memo, okay? Same, ich hoffe, das läuft schon was, ja? Ja, Mann. Alles klar, Jungs. Seid ihr bereit, ja? Ja. Ey, der macht Leiser, der ist so unekelhaft. Der hat Leiser gemacht. Bruder, was sagen die? Warum haten die so? Ist schon gut. Alles. Nur auf Hate, ne? Der hat gerade unten rumgespielt. Nur auf Hass. Hey, TÜV. TÜV. Nur auf Hass. Was haben die getan? Langsam jetzt ein bisschen. Oder so eine Gauner, ne? Kannst mal ein bisschen am Tag. Alter, okay. Eure Aufgabe? Ich spiele nicht Spacke, mein Kopf. Okay. Mit einem kleinen Twist. Ich komme mit Memo in den Club und ich laufe eine Runde. Wenn ich. Und ihr besucht folgende Rapper. Frankfurt also und Umgebung ein, auch. Ein, also Rapper-Name. Rapper. Ja, wie du, das, dann er, dann du, dann er, Diggi. Was ist daran so schlimm, Alter? Lass mal. Hört man ganz genau. Der kann die Lippen lesen, Mann. Ich muss nur reden, so reden. Ich geh in die Psyche und Umgebung. Ja. Und wie gesagt, ne, packe mein Koffersystem. Mach doch von mir der bei uns im Patschnein. Ich muss das wiederholen, was er gesagt hat. Und dann noch einen hinzufügen. Dann fangen wir an mit, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Du sagst, ich mache eine Stadtrundfahrt und... Was geht ab? Besuche. Okay. Fang du an. Ich mache eine Stadtrundfahrt und Besuche. Alter, Jungs, entspannt. Okay, ich mache eine Stadtrundfahrt und nehme mit Haftbefehl und Capo. Ich mache eine Stadtrundfahrt, nehme mit Haftbefehl, Capo, Cello. Ich mache eine Stadtrundfahrt, nehme mit Haftbefehl, Capo, Cello und Abdi. Ich mache eine Stadtrundfahrt und nehme den Rapper mit Haftbefehl, Capo, Cello, Abdi. Und einfach keine benutzt, die man schon kennt. Ich mache eine Stadtrundfahrt und nehme mit Haftbefehl, Capo, Cello, Abdi, Oleg Sesh und Asimemo. Ich mache eine Stadtrundfahrt und nehme mit Haftbefehl, Capo, Cello, Abdi, Oleg Sesh. Wer denkt gerade? Ja. Ich mache eine Stadtrundfahrt und nehme mit Haftbefehl, Capo, Cello, Abdi, Oleg Sesh, Asimemo, Dümarok und Sufian.
Ich mache eine Stadtrundfahrt und nehme mit Haftbefehl, Capo, Celo, Abdi, Oleg Sesh, Asimemo. Und ich packe meinen Koffer mit. Asimemo und ich gehe mit. Du hast gerade einen Fehler gemacht, und zwar hast du die Marok vergessen zu sagen. Ja, und jetzt? Ist vorbei. Nee, die Schwinde ist vorbei. Die Rap, so viele Namen, wie wir gesagt haben, so auf 5 Punkte kriegen wir, ne? Bis zu 4 Jahren kriegt ihr alle Punkte. Okay. Alles klar. Dürfen wir abnehmen? Ihr könnt abnehmen. Alles klar. Alles klar. Ich weiß nicht, wie viele Punkte wir haben. Nein, nein, mach ich nicht. Ihr habt den Jungs auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Ja, ich würde ganz kurz mich einfach mal ein bisschen rumfassen und so, wenn ihr Bock habt. Alle, ich mach dick die Unterdrückung. So. Also, System ist klar. Wir spielen, ich packe meinen Koffer System. Aber ihr macht eine Stadtrundfahrt durch Frankfurt und besucht folgende Rapper. Frankfurt und Umgebung, ja? Wenn ihr die richtige Reihenfolge falsch... Also ich packe meinen Koffer, ne? Genau. Das heißt, weißt du, wie es geht, ne, Bruder? Ja. Ich sag das, was du sagst, und denk doch einen drauf. Genau. Alles klar, Jungs, ihr kennt die Aufgabe, fangt bitte jetzt an. Okay. Ich mache eine Stadtrundfahrt und besuche Celo. Ich mache eine Stadtrundfahrt und besuche Celo und Abdi. Ach so. Ach so. Ah, okay. Ich mache eine Stadtrundfahrt, besuche Celo, Abdi und H. Haft. Ich mache eine Stadtrundfahrt, besuche Celo, Abdi und Haft. Wen? Und Capo. Ich mache eine Stadtrundfahrt. Aber nicht, dass Abdi und Celo heißt. Celo, Abdi, Haft, Capo. Und ich besuche noch unseren Freund Hannibal. Ich mache eine Reise um. Ja, Mann! Ah, okay, gut. Wir sind dabei. Ach so. Den haben wir jetzt auch angesteckt. Ey, Digga, ja, okay. Hey. Konzentrier dich. Was ist da passiert? Wie waren die Namen nochmal, Bruder? Ganz bekannt. Hast du die richtige Reihenfolge? Konzentration. Ich mache eine Reise und besuche Celo, Abdi. Super, Bruder. Aber irgendwas super. Mit Hani war doch auch noch, oder? Ja, weiter. Los. Hannibal? Nein. Natürlich, ihr habt, Bruder, du hast auch brutal abgelenkt in der Runde. Ja, das ist mit Mucke und so, die deshalb darfst du dich jetzt gar nicht beschweren. Die Blätter auch Mucke. Egal. Hä? So, jetzt, ab jetzt bitte Ruhe. Du hast jetzt die Chance. Du hast jetzt die Chance, die Reihenfolge richtig zu machen. Okay, konzentrier dich jetzt. Wir haben das schon die ganze Zeit gedrückt, Konzentration. Ich packe meine Reise. Ich mache eine Reise und besuche Celo, Abdi, Haft, Capo und Hannibal. Und dazu besuchen wir noch KDB. Sind die einfach richtig gewesen? Ja. Du bist doch aus Frankfurt, Bruder, richtig? Ja. Ja, Entschuldigung. Ey, Bruder, das ist nicht fair, Ich weiß nicht. Die kriegen jetzt nicht los. Link, Alter. Wir sind ja nicht mehr können. Okay, weiter, wir sind gut dabei. Richtig, Link. Ich besuche Celo. Du bist sicher, dass ich jetzt nicht verkackt. Stadtrundreise, ich besuche. Hey, Schiedsrichter. Hör gut zu, ob die richtig reinfallen. Warum soll ich zu? Das ist doch ein Schiedsrichter. Der Hazard macht das doch. Celo. Haft. Hani. Celo. Abdi. Abdi. Haftbefehl. Capo, Hannibal, Mr. Greedy Bill da hinten und ich besuche Asi. War das falsch? Ich mache eine Reise, besuche Celo, Abdi, jawohl. Haft, Capo. Ich küsse dein Herz. Hannibal, Greedy Bill, stark. Asi Memo. Stark! Aber Hannibal fehlt. Stark! Nein, der ist schon da, der ist schon da. Weiter. Und Sufjan. Wow. Ich packe meinen Koffer mit Celo, Abdi. Ich mache eine Rundfahrt mit Celo, Abdi, Haft, Capo. Hannibal? Hani. Warum willst du? Warum willst du, Massiv? Bruder? Greedy Bill, sei mal ruhig, Bruder. Samra. Warum, Bruder? Ihr habt die ganze Zeit mitgemacht. Asi? So. Ich hab nichts gehört, Alter. Jetzt ist die Runde vorbei. Eigentlich war die Runde schon vorhin vorbei. So, aber dann wurde nochmal wiederholt. Ja, ich sag, hier ist irgendwo Bestechung mit dabei. Jungs, ich genieße eure Energie. Ihr habt es auf jeden Fall nicht leicht gemacht für Azad und mich. Ihr habt auf jeden Fall das am Ende so weit getrieben, dass wir vielleicht doch noch verlieren können mit irgendwelchen komischen Skills gegen irgendwelche. Aber egal, ich hab die verloren. Ist kein Problem. Also, die Entscheidung ist getroffen. Wir haben einen Sieger und wir haben einen Verlierer. Azad, wie viele Punkte haben beide Teams in dieser Runde gemacht? So Leute, beide Teams haben insgesamt 8 Namen richtig genannt. Jawohl, wir sind durch. Gib mal Point. Ich bin so schlecht, Digga. Fanboys! Fanboys! Das Team Stash mit 41 Punkten gewonnen. Und Team 94 bleibt Sieger der Herzen. Jawohl, Applaus hier. Jetzt hab ich Hunger, danke. Das Team Stash mit 41
41 Punkten, 41 Punkte, eines der besten Teams in unserer Show. Mit 41 Punkten, herzlichen Glückwunsch an das Team Stash. Jetzt machen wir alle Lärm für diese Runde. Das war's mit dem Red Bull Rap. Nein, ein guter Mann, ein wichtiger Mensch möchte was sagen, Jungs. So, okay. Ich fühle mich so gut danach, wenn du das weitermachst. Ey, die haben ja auch gewonnen, Digga. Der so. Schweiß ist, hier wird geschmeichelt, da wird unterdrückt. Der also, Digga, sind hier irgendwelche Bestechungsgelder von mir und mehr? Das kommt nicht, bevor die Folge jetzt zu Ende ist und wir alle nach Hause gehen, haben wir natürlich noch ein kleines Special für euch. Vor der Show schreiben die Teams immer einen Shoutout auf, was der Verlierer über das gegnerische Team vortragen muss. Es ist eure Zeit. Oh, kommt einmal in die Mitte. Na, hier machen wir allerdings Nachrichtensprecher. Den Zettel haben wir abgegeben. Der ist mit Seite 1 oder? Und 2, ne? Ist ja, klar. Mit 1 und 2. Aber hast du hoch konzentriert, laut, ja. Kamera. Einmal. Und ich stelle ja, Jungs, schön in diese Kamera. Da, bam. Mit Liebe. Oh, immer so, ey, mit warte, guck hier, richtig professionell und laut. Erste Seite. Warte, lass du mal. Okay, komm. Aber du musst die erste Seite lesen. Jeder okay. Soll eine Seite lesen. Okay, okay, komm. Quasi, Memo, ich lese die erste Seite und du die zweite. Boah, du bist so ekelhaft. Auch konzentriert. Millionär und Du Maroc haben uns vorgeführt wie bei einem Puppenspiel. Die echte Straße ist halt eine Nummer zu groß. In diesem Sinne, ab jetzt machen wir Popmusik. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Mein Name ist Mehmet und mein Name ist Credibil. Und ich weiß, Dü und Milo sind die zwei Babas. Stark. Wie Männer. Könnt ihr euch mal anschauen, was die Jungs für euch geschrieben hätten? Was ihr damit macht, was ihr damit macht, ist euch überlassen. Ne? Meine Referat. Ich würde sagen, vielleicht könnt ihr ja aus Fairnessgründen auch vorlesen, denn ihr habt auch ganz schön Rambazamba gemacht bei den Jungs. Nö. Ja, aber es hat ja keinen gejuckt, ne? Nö. Hey, wollen wir das mal trotzdem vorlesen? Nö. Wie hab ich gewonnen? Das war ein Hack, Diggi! Alter, Milo hat's entschieden. Nein. Das war's mit der Show. Ich danke euch nochmal vielmals. Danke, dass ihr da wart. Das kann man verlosen, Alter. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Yeah! Brrrr! Brrrr!